die von AfD-Funktionären in Sachsen und Thüringen abgeschrieben wurde, aus gutem Grund. Und damit das so bleibt, müssen wir uns hier in Berlin gerade machen gegen die AfD. Und das ist nicht nur durch Massendemos zu schaffen. Denn das Problem mit Berlin ist, dass es eben nicht wie in Essen oder Bochum einen kleinen Kreisverband gibt, sondern es gibt einen Landesverband, der in jedem Scheißbezirk einen Ableger hat. Es gibt in Berlin fast jede Woche über den Daumen gepeilt mindestens 20 Treffen der AfD, intern und offen. Und wer macht was dagegen? Da gibt es so eine großartige Kampagne, die trägt den doppeldeutigen Titel Kein Raum der AfD. Damit meinen wir den gesellschaftlichen Raum, wir meinen aber auch den konkreten Raum. Denn denken wir an uns selbst, wenn wir keinen Plenumsort haben, um uns zu organisieren und uns die Backe abzulabern, dann sind wir am Arsch, dann können wir nicht mehr diese Demo machen. Und weil es zu viele AfDler sind, haben wir uns in Berlin überlegt, lass uns eine Kampagne gründen, indem wir das Ziel haben, ihnen die Räume zu nehmen. Und noch vor anderthalb Jahren hat sich die AfD in Berlin, als sie noch keine Bürgerbüros hatten, vor allem in Kneipen getroffen. Und wir haben gesagt, die Zielgruppe von unserer Kampagne sind die Leute, die da ihr Bier trinken gehen, sind die Wirte und die Presse. Denn eine Sache ist klar, wir saufen nicht mit Nazis. Und wir gehen nicht in Kneipen, wo Nazis wie die AfD bewirtet werden. Und am Anfang, wenn man so eine Kampagne gründet, weiß man ja nie, ob das funktioniert. Und wenn man sich jetzt hingesetzt hat nach all dem Hassel und wir zurückblicken, die letzten anderthalb Jahre unserer Kampagne Kein Raum der AfD, müssen wir sagen, well done. Es gibt zwar noch genügend Räume, wir haben aber ungefähr 12 AfD-Treffpunkte in den letzten anderthalb Jahren dicht gemacht und das ist ja auch mal ein Erfolg. Und es ist ein Beweis dafür, dass vor allem die Leuten das Wort gehört, die in Berlin auch gegen die AfD aktiv sind, die die kleinteilige Arbeit machen, die nicht nur die Eventpolitik machen, die sagen, wir stöfen die AfD, bis sie in keiner scheiß Kneipe mehr sitzen. Das ist ein ziemlicher Hassel. Das bedeutet, dass man mit 5 oder 10 Leuten nach Reinickendorf rausfährt, sie bei ihren Treffen nervt. Aber das ist die Mühe auch wert. Das Ziel muss sein, in Berlin und auch in jeder anderen Stadt, keine AfD-Veranstaltung ohne Gegenprotest. Die rote Linie halten! Den Mangel an Schlaf, die Nächte vorm Computer, die Übermüdung, wenn man morgens wieder auf Arbeit geht und die Leute fragen, was hast du denn gestern gemacht? Man kann aber keine Feiergeschichte auspacken, so wie die anderen Kollegen. Das könnt ihr uns natürlich nicht zurückgeben. Aber was ihr uns geben könnt, ist euer Geld. Denn eine Sache, politische Arbeit kostet Geld. Transparente, Flyer drucken, mobilisieren, kleben gehen. Wenn ihr unsere Kampagne in Berlin unterstützen wollt und ihr wollt, dass mehr AfD-Läden dicht machen, kommt ihr zu mir. Ich habe mir so eine sportliche gelbe Gewerkschaftsweste angezogen und bin hier vorne am Lauti unterwegs und ströme dann aus. Und dann gebt ihr mir all euer Geld. Kartenzahlung geht nicht. In diesem Sinne, kein Raum der AfD. Nationalismus ist keine Alternative. Gebt uns euer Kapital.